morgen zusammen ein gesundes neues Jahr ein. Zusammen. Motorvorwärmung. Scheitert bei uns auch am Kabel. Mit der Baustelle fehlen immer mehr Kabel. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber so, wenigstens funktioniert. Es ist bockkalt. Also, es hat wahrscheinlich nur 2 Grad, aber. Mir ist arschkalt. Ich finde Schnee ja mega, ne? Und Kälte, wenn wir Skifahren gehen. dann ist es okay. So, der ist auch warm. Yeah! Und los. So, Biogas füllen. Und dann haben wir heute Kontrolle und ich habe ehrlich gesagt null Bock da drauf, aber ich meine, was soll uns passieren? Also es ist ja eigentlich alles okay. Sonne ist wahrscheinlich zu dunkel zu filmen. Bis später. So, wir müssen gerade mal unser Fass ein bisschen aufpumpen. Da waren die Hähne offen. Machen wir so mal einen Zwischencheck, dass alles funktioniert. Wenn wir dann im Januar wieder Gülle fahren wollen. Aber ich gehe mal kurz raus. Also, wir hatten heute Kontrolle. Und jetzt passt auf. Die Menge. Wegen 2 Kühen gravierende Menge. Klar, weil 2 Kühe jetzt zu viel im Stall sind für die Bauphase. Soll ich noch was dazu sagen? Bei den aktuellen Razzien, die ja da durchgeführt waren von der Polizei, hat man ja Gott sei Dank nicht, aber da werden Razzien durchgeführt, wo 10 Mann im Stall rumhupfen, die Kühe völlig maschugge sind. Sagt der Prüfer, ist nicht von mir, sagt der Prüfer. Dann werden Kühe eingeschläfert, die sich den Fuß vertreten haben. Also, was wieder heilt, wenn die ein paar Tage auf Stroh sind, ja. Solche Scherze werden betrieben. Da frage ich mich ernsthaft, haben wir einen Knall? Geht's uns viel zu gut? Was soll denn so eine Scheiße? Keine Erfindung von mir. Das erzählt mir der Prüfer heute Morgen. Also, da frage ich mich ernsthaft, wo wir hinkommen. Was soll denn so ein Mist? Ja, klar, uns geht's viel zu gut, dass wir uns für so eine Scheiße Gedanken machen können. Also, ja, völlige Unverständlichkeit. Völlige Unverständlichkeit. Beziehungsweise völliges Unverständnis, so muss ich sagen. Da fehlen mir echt die Worte. Wie weit weg sind wir vom Lebensmittel und wie hoch halten wir unser Kontrollwesen, dass sowas geduldet wird? Weil, Schlussfolgerung wäre daraus, sobald ein Hund oder eine Katze was hätte, einschläfern. Wer glaubt denn eigentlich, dass der Bauer daneben steht und sich freut, wenn eine Kuh sich vertreten hat, weil sie aufgerindert ist? Ja, die muss man halt ein bisschen pflegen, ein bisschen auf Stroh und dann wird es wieder. Aber so
Boah, da geht mir gerade echt die Galle hoch. Steffi und ich waren heute dort gesessen, wir haben gekocht, ohne Scheiß. Also, unfassbar. Das, sowas kann meiner Meinung nach einfach nicht sein. Beziehungsweise, wie weit sind wir in einem Land wie Deutschland gekommen, dass sowas überhaupt möglich ist? Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Also, dann hätten wir Nummer 1, die Kühe, wenn die mal eingeschläfert hat, fertig. Dann haben wir Katzen, Hunde, haben wir eh keinen Stress damit, ja. Wenn die mal ein bisschen ein Zipperlein haben, zack, einschläfern, weg damit. Krankenhäuser bräuchten wir übrigens auch nicht, weil so weit sind wir aktuell. Also, boah. Sobald einer mal ein bisschen lahm, Krankenhaus, zack, einschläfern, Pathologie, fertig. Oder? So wäre es richtig. Also, da geht mir gerade echt das Messer in der Hose auf. Gut, der Prüfer, klar kann der jetzt nichts dafür, der hat ja auch eine echt gesunde Einstellung, aber was soll denn das? Ich frage mich da, boah, nee, da kann ich mir gar nichts mehr fragen. Also, es ist völlig unverständlich für mich. Uns geht's viel zu gut und anscheinend muss es bei uns richtig scheppern, aber richtig scheppern, dass da mal ein Umdenken erfolgt. Na, es muss richtig krachen. Also, dann bis später. Zusammen ein gesundes neues Jahr allen. Wir haben einen Stalldienst. Und ich bin spät dran. Und die guten Vorsätze wurden ja im Jahr 2019 gemacht. Einen Moment. Für den Johnny gab es ein Kabel. Schön vorheizen. Gutes. Und es springt an wie eine 1. Hundi! Na komm! Völlig tiefenentspannt war der gestern Abend, ne? Hündchen. Durfte auch seit langem mal wieder in der Wohnung übernachten. Der fand's mega, glaube ich. Also, jetzt mal Futter. Ein bisschen Kälber trinken. Und dann Füße hochlegen und eventuell den Kurzflock schneiden. Also, bis dann. Ich bin über mein Handy gefahren, verdammt. So eine Scheiße. Sorry, dass der Michael Hartl mir da helfen kann heute. Ja, so fängt das Neujahr schon wieder super an, hä? Ja, na, Gelbring, hä, Flogi? Hündchen! Hundi! Blickt doch keiner durch. Also, dann trinken wir mal Kälber. Hilft ja nicht. So. Und geht's noch? Muss ich was dazu sagen? Nein. Gestern war ich den ganzen Tag unleidlich, weil
weil nicht sicher war, ob ich die Bilder retten kann. Aber jetzt Bilder kann ich anscheinend retten. Jetzt muss ich gucken, ob das Display irgendwie auch wieder geht. Ich hoffe, dass der Michael Hartl mir das heute Nachmittag so ein bisschen richten kann. Ich muss Platz schaffen. Zu viele Blocks. Also hopp. Was denn? Du wolltest hoch! Ich hab mir das gerade anders. Schätze, geht's? Darf ich auch das Camp da drauf? Da werden wir drauf dürfen, oder? Oh, guten Morgen zusammen. Ihr seht schon, die Mütze ist weg. Also jetzt gab es etwas weniger von uns zu hören die letzten Tage. Das Gewinnspiel müssen wir noch verlosen. Da kamen ziemlich kreative Antworten. Was ganz oben bei mir steht, ist Verbesserung, ein Vlog mit Casey Neistat. Das ist mal mega. Also das fände ich mega. Wird nur so vom Umsetzen her eher schwierig. Außer es hat jemand Kontakte. Dann gehen wir gerne. Da bin ich auch bereit, 2000 dafür springen zu lassen. Ja, was passiert heute? Die Hallenbauer sind da. Das heißt, was ist die Hallenbauer? Chef und sein Sohn. Und da werden wir heute die Halle, zumindest die Stände aufrichten. Die Hebebühnen sind kommen jetzt. Halt. Gestern Abend haben wir bis um 11 Molkerei rausgewaschen. Das sieht jetzt schon mega aus. Ich find's cool. Also. Ach so. Es gibt so ein Paar. Was heißt der Paar? Es gibt einen aus dem Nachbarort. Der spielt immer Trinkspiele auf meinem Blog. Das heißt, immer wenn ich mega oder. Was war's? Ich glaube, mega oder es brennt. Wenn ich das sage, da trinkt er Schnaps. Also, Flo, das ist ja echt mega, ne? Ich muss jetzt mal schnell ein bisschen Mineralfutter reinmachen. Warte mal, hält es da? Ja, yeah. Hält. Nur so halb. Und dann geht's mal mega zum Frühstück, Florian. Hält nicht. So, hier, so. So, so, so. Jetzt. Ihr seht schon im Hintergrund? Der Roboter steht schon da, steht halt da, bringt aber nichts. Aber aussehen tut er schon mal mega, ne? So. Langsam sind auch die ganzen wird auch weiter programmiert. Jetzt haben wir für unser Gasdruckerhöhungsgebläse, was wir unten an Biogas haben, so Winterbetrieb. Das orgelt jetzt alle 20 Minuten mal für eine Minute an. Das heißt, das kann sich nicht mehr festsetzen. Und das letzte Mal, das hat sich festgesetzt. Und dann ist Wasser ein bisschen ins Lager reingedrungen. Und hat sich damit ein bisschen selbst zerstört. Gasdruckerhöhungsgebläse brauchen wir für unseren großen Geissberger Motor. Weil wir ja von der Biogas unten, also von den drei Hauben, die zusammenstehen, zur großen Photovoltaikhalle nach oben drücken. Das sind so 250 bis 300 Meter Leitung. Und da wir, als wir die Gasleitung gelegt haben, das war
2012 hat kein Mensch, hat man zwar daran gedacht, eine Gaslein zu legen, aber da hat kein Mensch gedacht, dass wir mal 550 kW dahin hängen. Und insofern war die Leitung, oder ist die Leitung ein bisschen zu klein, aber da eine neue zu legen, dass das Gas selbst strömen kann, schwierig. Weil alles schon geteert bzw. Gepflastert war. So. Die Biogas meldet sich auch wieder. Wir hatten jetzt am 1. gleich in der Früh hat sie das Jahr schon mal gut eröffnet. Handy in der Tasche gehabt, rausgefallen, mit dem Hoftrack drüber gefahren. Nicht mega! Jetzt war eigentlich gar nichts kaputt, außer vom Display dieser Treiber im Hintergrund. Jetzt haben wir mein altes Display wieder drauf mit der Spider-Optik und jetzt muss ich nochmal ein Display bestellen. Ja, das nervt. Es wäre doch mal geil, wenn es Handys gibt, die einfach was aushalten. So, nicht viel. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. So, Halbpause. Ich bin ja immer noch schnell unleidlich, wenn nichts vorangeht. Also, gestern haben wir die. Gestern haben wir die Zeitrafferkamera wieder installiert. An einem anderen Ort. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann aussieht, weil jetzt haben wir noch mehr drauf. Beziehungsweise man sieht es noch ein bisschen in die andere Richtung. Schauen wir mal. Also, bis später. Alle sortieren! Ich sehe gerade so gar nicht, wo ich hinfahre, verdammt. Warum ist das so?
Dreck aus! Darf noch nicht! Ach so! Das ist verdammt strange! Ja, ohne Witz! Crazy! So viel zum Thema, dass wir der Unfallverhütung keine Buße tun. Wir machen das alles korrekt. Dienst nach Vorschrift. Wächst die Halle Stück für Stück. Schauen wir hier. Schaut mal, langsam wird wieder Platz hier, weil die Masse schon hier steht. Ja, Honi! Hundi! Ja, was ist los? Schnell! Schnell, Hundi! Ja, schnell! Hühnchen! Oh. Hühnchen, du stinkst heute! Heute? So, da müssen wir noch einfüllen. Dann liegen da schon mal 1, 2, 3, 4, 5 Träger. Und die kommen dann einmal komplett hier rüber. Das wird so mega. Florian, ein Schnaps. Und hier der ganze Bereich. Wird dann für unsere Kühe. Da können sie nur stehen zum Fressen. Hier fährt dann irgendwann der Roboter vorbei. Das wird gigantisch viel Platz für unsere Kühe. So. Und jetzt machen wir dann noch die Auslosung. Das wollte ich gestern schon machen. Ich wollte auch gestern schon das Video hochladen, aber irgendwie ist da nichts geworden. Nachdem mein Handy zu Bruch gegangen ist, musste ich irgendwie die ganze Zeit den Speicher runterladen, Speicher rüber, ach, bisschen zu viel Bilder drauf, was weiß ich, zu viel Videos drauf. Egal. Für die Auslosung, ich muss mir noch für die Kreativsten was überlegen eigentlich.
Von den ganzen Drückern wird wohl irgendeiner passen. Es sind 2 Tage wieder Ruhe auf der Baustelle und dann geht's weiter. Hier kommt der Autokran. Dann kommt der Autokran, hebt die Teile komplett hoch. Dann meine Verstrebungen noch dazwischen gemacht. Dach drauf. Fertig. So einfach. Naja, ganz einfach ist es nicht. Maschinenring muss davor noch kommen, die Dachrinne setzen. Ja, aber langsam wird's. So, bis gleich.